Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, kann das natürlich gerne nachholen. War ziemlich spannend und ich habe mich jetzt schon mal in die Nähe des Questgebietes begeben, habe hier ganz schnell noch oben den Schatz geholt, habe offscreen diese eine Quest gemacht und habe auch die tägliche Quest gemacht und dafür einen ziemlich, ziemlich geilen Bogen bekommen, der vor allem das Aufladetempo sehr hoch hat. Das heißt, man kann relativ schnell ranzoomen und ja, finde ich ziemlich nice. Ich muss eh generell mal gucken, welche Werte ich mit der Zeit ganz nützlich finde, und diese Waffen werde ich dann halt auch Stück für Stück beim Schmied aufrüsten, dass ich die behalten kann. Also, ne, wer weiß, zum Beispiel gibt es ja hier, wo war das jetzt zum Beispiel, hier Vergiftung bei Treffer. Ich meine, die Waffe könnte ich theoretisch auf Level 17 bringen, dann wäre die auch wieder so stark wie Level 17 Waffen und würden mir wahrscheinlich auch sehr weiterhelfen, denn zum Beispiel kritische Trefferwirkung ist ja sehr hoch und auch die Vergiftung. Aber da schaue ich einfach noch, was ich so mit der Zeit finde, und dann kann ich das ja noch spontan entscheiden, was ich davon jetzt machen möchte oder was nicht. Da gucke ich dann einfach, worauf ich Lust habe. Bis jetzt ist ja noch alles okay, aber ich will die Waffe auf jeden Fall nicht ewig behalten, weil jetzt ist halt eher so eine, ja, mittelschnelle Waffe, und ich bin dann doch eher der Fan von diesen, ausbalancierten Waffen. Unten steht immer nur, das hat gar nichts damit zu tun, okay. Nee, aber langsam sehr stark, das ist ja eher mittelschnell stark. Ich bin dann doch eher der Fan von hier diesen Sachen, die halt eher, ja, ein bisschen schneller sind. Auf jeden Fall, ich habe mich schon mal zum Questgebiet begeben. Und jetzt gilt es ja, Apollodorus zu finden. Ich habe übrigens auch herausgefunden, wie wir uns abrollen können. Hätte ich vielleicht einfach mal früher ausprobieren sollen. Indem man sich nämlich einfach abrollt. Mit A gedrückt halten. Ich meine, mit A springt man. Warum nicht mit A gedrückt halten abrollen? Gib den Weg frei. Ja, du kannst froh sein, dass ich jetzt gerade keine Lust habe, dich zu töten. Gut, schauen wir einfach mal so. So, da haben wir ihn doch. Ziemlich großes Gebiet. Hier ist noch eine Nebenquest. Ich würde sagen, wir machen dann vorher erstmal das hier. Bevor wir mit dem Typen quatschen. Schauen wir erstmal, was wir hier machen können. Und die Nebenquest werde ich dann natürlich auch direkt annehmen. Ob ich die jetzt aber mit euch machen werde, weiß ich dann noch nicht. Mal schauen. Okay, hier scheint ein Schatz zu sein. Geht's denn dann hier nur um den Schatz? Ah, ne, was ist das denn? Verdiene dir Drachen und drei Tiere, indem du gegen deine Gegner antrittst. Ach so. Oh. Okay. Ach, interessant. Ja gut, dann müssen wir das ja gar nicht erkunden. So, dann würde ich sagen... vielleicht hat die Nebenquest ja auch was damit zu tun. Du bist aber mal ein Hübscher, nicht wahr? Danke, danke. Falls ich gemeint war. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodrom. Senefer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Oh. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also, ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Nun gut, also auch ein alter Bekannter. Mit Claridas, die alten Zeiten. Okay, so, mal schauen, wo wäre das denn? Quest, die alten Zeiten, Karte. Okay, das wäre weiter hinten. Nee, dann würde ich sagen, das machen wir dann erstmal anders. Wir sprechen jetzt erstmal hauptquestmäßig hier mit der Person. So. Oh, verkeckt mir noch. Ich bin Bayek.
Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis morgen Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin, das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Okay. Heißt das, wir können jetzt hier... Interessiert mich mal. Ich will mal gucken, ob wir daran teilnehmen können. Müssten wir nur erstmal reinkommen. Ja gut. Ich mach das mal anders. Gucken wir einfach, ob wir hier von oben irgendwie reinkommen. Na, komm schon. Ach, ernsthaft, Bayek. Kann er jetzt wirklich hier nirgendwo hochspringen? Oh, das ist doch ärgerlich. Mal gucken, vielleicht ist hier irgendwo ein... Nee, scheint mir nicht so. Und hier kommt man auch nirgendwo rein. Ich laufe hier wirklich nur doof im Kreis. Vielleicht auf der anderen Seite, wo das Symbol direkt ist. Vielleicht ist da nur der Eingang. Kann natürlich sein. Will ich mir einfach mal anschauen. Zumindest die Anfangssequenz. Ob ich die Rennen dann, sage ich mal, jetzt im Video mache oder allein, ist dann ja was anderes. Aber zumindest den Beginn möchte ich dann mal zeigen. Mal schauen. Ah ja, okay, alles klar. Da wären wir andersrum schneller gewesen. Oh, Hippodrom. Turniere, Zeitrenner. Zeitrenner sind immer das Beste. Turniere. Lerne den Schaltwagen zu führen wie ein Meister. Rennen starten. Kannst du dir Nikes, sag ich jetzt einfach mal, Nikes Ehrung verdienen. Okay, ich würde sagen, das machen wir, ich überlege gerade, ja, Einführungsrennen, komm, das machen wir jetzt einfach mal. Das interessiert mich jetzt. Ja! 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 Okay, das müssen wir nochmal üben. Ja! Oh. Ja! Okay, außer er holt sich in der Mitte also schneller. Ah, man kann also auch den Windschatten nutzen, okay. Ah ja, okay. Man sieht es auch ein bisschen. Was? Halte B gedrückt, um was? Achso, neben deinen Rivalen. Lol, was? Der hat mich da rausgezogen. Okay, das war nicht im Sinne des Erfinders. Ah, okay, so kann ich mich also in Deckung gehen. Ja!
Was? Nein, nein. Na, warte. Dich kriege ich noch, Kollege. Gut, ich glaube, da bedarf es wirklich am Anfang ein bisschen Übung. Gut, das scheint irgendwie ziemlich... Ja, ich bin, glaube ich, noch zu schlecht da drin. Ah ja, ja, jetzt hat er wieder mega den Vorsprung. Lol. Das hat ja gut funktioniert, nicht? Eieiei. Wir machen einfach mal das, mal gucken. Wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich das, wenn offscreen oder gar nicht. Mal gucken. Okay, dann gehen wir doch mal Gummi. Ui, das war knapp, aber hey, geschafft. Nächstes Rennen, ach so. Es geht noch weiter, okay. Hm. Okay, jetzt wird's schwieriger. Weil wir jetzt nicht mehr vorne sind. Oh, scheiße. Was? Nein! Nein! Nein, ich Idiot! Ich bin stehen geblieben. Gerade wo ich eigentlich Erster war. Oh, ich Trottel. Das Glück hat ihn noch nicht verlassen. Ah, verdammt. Nixer, Kollege. Ja, die Wagen gehen in die letzte Runde des wohl grandiosesten Rennens, das Alexandria je sah. So, den haben wir aus den Latschen gekippt. Oh, scheiße. Haben wir die Kurve ein bisschen zu knapp genommen. So, komm, das schaffen wir.
Und hier nochmal Gas geben. Jawohl. Geschafft. Nice. Ah, Rennen 2 von 3. Ergebnis. 5 Punkte wieder. Nächstes Rennen. Okay. Trotz des kleinen Fehlers. Oh Gott, okay, jetzt wird's noch schwerer. Okay, wir sind wieder weiter nach vorne gekommen. Man muss die Kurven einfach nur schön eng nehmen. Oh nein. Der Kollege überholt mich jetzt aber nicht. So, ich glaube, das müssten wir haben. Wenn auch sehr knapp, aber wir haben es. Ich frage mich halt immer, was ist, wenn man jetzt in einer Runde nur Zweiter geworden wäre. Das gab ja Punkte. Also ich glaube, man hätte sogar mal Zweiter werden können, wenn man in den anderen Runden immer Erster wird. Ich weiß es jetzt nicht. Ah ja, genau, okay. Also, wenn wir jetzt sogar einmal Vierter geworden wären oder so, hätte das wahrscheinlich funktioniert. Ja, 300 Drachen haben wir dafür bekommen. Erfolg freigeschaltet, Ben Hur. Zeitrennen. Oh Gott, ich hasse Zeitrennen. Ah, ich habe hier sogar, jetzt gibt es hier sogar ich sehe gerade hier so Bestenleistung, müsstet ihr auch sehen. Moment mal, sind das 4 Sekunden? Haben die das irgendwie geglitscht oder sollen das... Minuten können das ja nicht sein. Wow. Weil das sind jetzt keine Leute, die ich jetzt irgendwie... in der Freundesliste habe. Oder das sind Minuten... Naja, Minuten sind das nicht. Das sind ja Sekunden. Komisch. Naja, egal, was soll's. Wahrscheinlich irgendwelche Glitcher oder so. Ich weiß es nicht. Turniere. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eins Einführungsrennen. Weiß ich gar nicht, ob man das jetzt hier auch bestehen kann. Aber, ja. Aber ich glaube, die Sachen mache ich... Ja, muss ich mal gucken, ob ich die jetzt mit euch mache oder nicht. Ist jetzt ganz nett, aber ich weiß auch, dass das unglaublich frustend für mich sein kann. Und wenn ich jetzt... Ich kenne mich, wenn ich das dann in einem Part nicht schaffe und ich dann einfach so aufgebe, ist auch doof. Von daher muss ich mal überlegen, ob ich das zeige. Ich bin nie so der Fan von solchen Dingen. Ich quäle mich da meistens immer durch. Weil es dann auch manchmal, wie gesagt, dieser eine blöde Fehler, den ich da hatte, also hätte der mich den Sieg gekostet, dann hätte ich mich wieder übel geärgert darüber. Deswegen einfach mal schauen, ob ich das jetzt nochmal mache oder nicht. Vielleicht mache ich doch erstmal noch ein, zwei Sachen alleine und wenn ich da richtig gut drin bin, dann sage ich, okay, ich zeige nochmal eins. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so relevant. Also da zeige ich lieber Gräber, irgendwelche Kämpfe und all sowas, als dass ich jetzt hier drin meine Zeit verschwende. Drachmen, genau, doch, das habe ich schon richtig gesagt gehabt, ja. Nee, gut, meine lieben Freunde, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir werden jetzt mal als Quest, wir machen als nächstes im nächsten Part erstmal die Quest. Und ich werde jetzt offscreen einfach wieder das Gebiet hier ein bisschen erkunden, werde die ein oder andere Quest annehmen, vielleicht auch machen, mal gucken. Aber erstmal das Gebiet jetzt hier, das möchte ich noch, sozusagen erkunden. Und
Und ja, was ich ganz cool fände, wäre noch, wenn hier irgendwie stehen würde, wenn man alles abgeschlossen hat oder so, dass da irgendwie so ein, weiß nicht, keine Ahnung, zum Beispiel hier, dass dann steht, okay, hier hast du wirklich alles entdeckt und alles gelöst. Aber gut. Nee, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich beende hier den Part. Wenn euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Das war jetzt ein kleiner Part, so in der Hinsicht vom Content her, aber ja, gehört ja auch mit dazu. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wie gesagt, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet, und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Das Credo möge mit euch sein. Okay, komische Verabschiedung. Ciao.